Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Video. Heute mal wieder mit meiner Michelle. Wir, wollte ich schon sagen, aber nicht wir, sondern sie hat ordentlich geshoppt bei Shein. Und das wollen wir euch natürlich zeigen. Die Michelle ist nämlich eine echt coole Socke. Sie hat echt einen guten Style. Da sucht sie halt echt immer coole Klamotten aus. Und wir haben uns gedacht, wir drehen das mal ab in einem Try-on-Haul und zeigen euch, was sich die Michelle bei Shein ausgesucht hat. Rabattcode für euch, meine Lieben. Mit Spring4889, ich schreibe es euch natürlich hier rein und auch unten in die Infobox, spart ihr nämlich 15%. Also unbedingt bei Shein vorbeischauen. Der Link ist unten in der Infobox, genauso wie auch alle Teile, die sich die Michelle ausgesucht hat, findet ihr unten in der Infobox mit Link und alles Mögliche. Ja, ich würde mal sagen, wir starten gleich und zeigen euch, was sich die Michelle bei Shein ausgesucht hat. Ich habe hier als erstes dieses T-Shirt. Es ist bauchfrei. Sehr klein. Es ist nicht sehr klein, es ist nur ein bisschen bauchfrei. Ja, zeig's mal hoch. Okay, ja, gut, bauchfrei halten. Aber es ist sehr, sehr cute. Es hat diesen College-Style, oder? Wo, kennt man so aus den amerikanischen Filmen, weiß und die Ärmel färbig. Heißt so College-Style. Michelle, kein Plan, gell? Einfach was. It's cute, it's cute. Michelle trägt übrigens Größe XS. Sie bestellt in der Damenabteilung, oder? Also nicht in der Kinderabteilung, in der Damenabteilung. Ich habe auch natürlich für Sommer vorgesorgt und habe mir ein Kleid bestellt. Das ist ein bisschen lang, deswegen kann ich es nicht so gut erzählen. Nein, lang ist es nicht, oder? Wie lang ist es denn? Also so über die Knie? Ja, das und, mal ganz und hat so puffige Ärmel, das mag ich. Und es ist blau, blitzblau mit so Blümchen. Blümchen? Blümchen. Puffige Ärmel ist gerade momentan mega trendy scheinbar bei diesen Teenies. Und es ist auf jeden Fall ganz cute. Hier ist es auch so gerafft. Also dehnbar, das ist... Genau. Welche Größe hat das? Das ist S. Das ist ein S, okay. Aber das kann man im Frühling auch tragen, also das ist jetzt nicht wenig, oder? Ja. An einem warmen Frühling-Tag. Ja. Also man kann es sich auch in XS kaufen, aber ich wollte halt nur ein S haben, damit es ein bisschen länger ist, weil ich mag es nicht so, wenn es ganz kurz ist. Dann habe ich hier noch ein Kleid. Ich habe ein paar Kleider gekauft für Sommer, weil ich habe schon mal ein bisschen vorgesorgt. Für? Das ist so braun, das ist auch trendy. Und das ist dann... Ist das trendy? Ja. Aha. Und das ist auch so vorne so locker, das gehört auch dazu. Und Spaghetti-Träger. Sag ich, Spaghetti-Träger waren ja mega modern, als ich ein Kind war. Also in den 90ern. Und das kommt jetzt aber wieder zurück, finde ich so. Jetzt sieht man wieder vermehrt diese dünnen Träger einfach. So, okay. Ja, ist auf jeden Fall sehr cute. Wie groß hat das? Das ist, glaube ich, auch XS. Das ist Petite XS. Petite XS. Ja, es gibt also diese Abteilung für Kleine, oder? Nein, das war einfach zufällig da. Ah, okay. Okay, dann habe ich hier noch ein Kleid mit auch puffigen Armen, aber diesmal länger und das ist auch so ein bisschen durchsichtig. Hat auf jeden Fall die Größe S und ja, ist hier so an den Seiten auch so ein bisschen gerafft. Das ist so, oder? Ja. Mädchen, die in meiner Größe sind, würde ich S. Ist es S? Ja. Würde ich eher S raten, weil die Ärmel sind dann auch perfekt. Wie groß bist du denn? Das wissen ja die Leute. Ja, 1,60. Ja, ich weiß, was groß wie so groß wie ich eh. Ja. Big Girl. Bist du nicht 1,65? Ja. Ich glaube, das ist jetzt das letzte Kleid. Das ist fast ungefähr wie das braune. Ja, also auch so mit Spaghetti-Träger. Aber der Stoff ist ein bisschen anders, das ist mehr so... Netzig. Aber so ja, netzig. Hier ist so ein Netz drauf. Extra. Ja, so. Man kann es ein bisschen näher halten, dann könnt ihr das sehen. Natürlich ist aber dazwischen noch etwas. Also nicht, dass ihr denkt, dass es jetzt durchsichtig ist, sondern dann ist so ein... Ein Stoff noch dabei. Genau, unter also... Unter dem Netz. Damit man halt nichts sieht oder so. Sehr schick. Wo ziehst du das an? Im Sommer. Okay, achso, ja, wo? Keine Ahnung, draußen. Ah, dafür im Schlafen. Was gibt's denn noch? Als nächstes haben wir so eine braune Hose, die ist white leg. So aus und das ist grad mega. Hier noch ein Loch.
Am Bein? Hier auch. Achso, hier? Achso, ja, ja. Und ich brauche eigentlich die Größe XS, aber ich habe sie leider eine Nummer zu groß bestellt. Ja, deswegen muss die Michelle noch ein bisschen reinwachsen. Deswegen kriegst du jetzt ein bisschen mehr zum Essen. Damit du da hier reinpasst. Nein, Scherz, auf jeden Fall. Ja, die Hose ist leider. Die ist aber echt cool. Also, ich finde, der Michelle stehen diese White-Leg-Hosen. Ja, leider ein bisschen zu groß. Mit Gürtel würde das so schauen. Als nächstes haben wir wieder eine White-Leg-Hose, aber diesmal in Blau. Hat auch ein Loch und das ist XS und das ist die perfekte Größe für mich. Also die schaut wirklich echt cool aus. Unten am Bund ist sie so ausgeframt, also es ist nicht, also wie sagt man, nicht schön vernäht, sondern es gehört so. Und ja, eine kaputte Jeans, aber das gehört so. Auf jeden Fall, die in XS passt hier wie angegossen. Ja. Da habe ich noch dieses T-Shirt bestellt, das fand ich so cool, weil das, der Stoff, der ist so seidig, oder wie sagt man das? Ja, so glänzend halt. Ja. Und so gerippt. Und es ist mal wieder sehr kurz. Die 90er sind einfach krass zurück, ja. Was steht da drauf? Die Fürspitze? Hast du aber auf den Sprint geschaut? Ich habe nur die Berge gesehen. Das ist auch cool, ja. Aber schaut super cute aus und echt süß. Wie wird das ausschauen, Michelle, wenn ich so in die Schule komme? Wäre das cringe? Ja. Dann habe ich noch dieses T-Shirt bestellt. Hast du aber irgendein normales bestellt? Autsch! Ich trage nur noch bauchfrei meistens. Okay, also ein T-Shirt, das ist mit Gitzersteinen. So Straßsteine. Und das ist ein Pilz. Ja. So süß. Indie-Modus. Indie-Modus, alles klar. Dann habe ich noch dieses T-Shirt hier, das ist mein Lieblings-T-Shirt, weil das da vorne so, so locker ist und weil die Ärmel so breit sind, das ist so locker. So puffig, ja. Und das ist mehr so blusenmäßig. Ja, genau, das ist ein Blusenmaterial. Kann man sehen, es glänzt so. Das ist richtig süß, hat hier auch so Knöpfe, also an den Ärmeln hier. Kann man wahrscheinlich auch aufmachen. Ja. Und es ist, hinten, will man zeigen, hinten ist es so gerafft, seht ihr? Also das ist so... Ja, so dehnbar. Dehnbar wie bei den Kleidern. This is really cute. Dann habe ich noch dieses langärmelige T-Shirt. Das ist so langärmelig und das ist auch wieder so an den Ärmeln so gerippt. Aber und es ist hat so ein. Hauptsache, sie geht auf die langen Ärmel drauf ein. Ja, es ist bauchfrei. Aber es ist nicht so krass bauchfrei. Das geht so ein bisschen über den Bauchnabel, oder? Und es ist mehr so studentenmäßig. Ja, süß. Das ist aber auch süß. Was ist die Größe? S. Nein, S. Petit S. Also ich glaube, Petit S ist auf jeden Fall nochmal so eine Spur für Kleine. Also ja. Es gibt ja Menschen, die ein bisschen kleiner sind, also so Mädels, Frauen, die so 1,55 sind, dafür, da wird sich Petit immer lohnen. Da kauft nämlich die Michelle auch gerne ihre Hosen in Petitgröße, weil es von der... Ja, das passt dann viel besser, ja. Von der Höhe, von genau. Der Beinlänge. Ja. Auf jeden Fall, die Ärmel finde ich auch richtig cool, das ist nämlich so gerippt. Cute! Und da haben wir auch schon das letzte T-Shirt. Das schaut so aus, das ist wieder mit so, wie heißen diese Steine? Straßsteinchen, I don't know. Und das ist ein, dann da ist ein Schmetterling drauf. Ist das auch Indie oder so? Keine Ahnung, ich fand es einfach nur sehr cool. Ja. Und es ist wieder bauchfrei. Okay. Auf jeden Fall sehr, sehr süß. Ja, gefällt mir. Michelle hat gut ausgewählt. Ja, meine Lieben, das war's jetzt mit dem Haul. Das sind die Sachen, die sie Michelle sich geshoppt hat bei Shein. Falls ihr diese nachkaufen wollt, schaut in die Infobox, da ist nämlich alles verlinkt. Und nutzt auch gerne unseren Rabattcode mit 15% SPRING4889. Werde ich euch nochmal hier reinschreiben in die Infobox und so weiter, damit ihr euch auskennt. Und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Shoppen, falls ihr das auch machen möchtet. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss.